Ich heiße Lutz Hoffmann, bin 62 Jahre alt und verantwortlich für die Verwaltung in der deutschen Jesuitenprovinz. Ich bin 1965 in den Orden eingetreten. Ich wollte eigentlich immer Priester werden. Ich habe mir meinen Religionslehrer und meinen Pfarrer angeguckt und habe gesagt, um Gottes Willen, die Leute leben einsam, das ist erschrecklich. Das ist nichts für mich. Und bin dann per Zufall eigentlich drauf gestoßen, es gibt ja noch etwas anderes, eine dritte Form sozusagen, um Priester zu werden, nämlich in einem Orden zu leben. Und da fällt mein Argument, die sind ja völlig einsam, fällt da weg. Daraufhin bin ich mehr oder weniger per Zufall bei den Jesuiten gelandet. Ich war 20. Meine Eltern haben sich da völlig zurückgehalten. Meine Freunde haben alle gesagt, du bist verrückt. Aber das haben sie nur kurz gesagt und dann haben sie es bleiben lassen, weil nachdem die merkten, ich will das wirklich, haben sie gesagt, gut, dann macht er das. Dieser Weg ging relativ glatt. Die Schwierigkeiten habe ich erst, wie soll ich sagen, im Nachhinein gesehen und dann nochmal im Noviziat. Ich habe wirklich Gelegenheit gehabt, das alles nochmal nachzuarbeiten. Ich habe sehr viel mit mir dabei nochmal zu tun gehabt, zu kämpfen gehabt. Ich kam in einem Elternhaus mit sehr klaren Regeln und einem klaren Weltbild. Und ich musste erst mal feststellen, das stimmt ja alles so nicht. Die Welt ist viel komplizierter. Normalerweise, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 10 Leute in einem Jahrgang, einer tritt aus, dann sagt man, warum gehst du? Wenn Sie 10 Leute haben, 9 treten aus, dann ist immer die Frage, warum bleibst du denn? Warum bist du so blöd und bleibst dann noch drin? Und da gab es eigentlich keine Antwort, außer zu sagen, ja, es ist mein Weg. Das ist mein Weg und auf dem bleibe ich. Und bisher gibt es noch kein Argument, der mich oder das mich aus dieser Bahn geschmissen hätte. Es gab einen Einschnitt, wo ich mir nochmal überlegt habe, ob ich diesen Weg tatsächlich gehen will. Das lag aber nicht daran, dass ich eigentlich überzeugt gewesen wäre, es war der falsche. Ich habe immer auf eine Weise immer gewusst, ich werde das machen. Aber ich war fürchterlich verliebt, ganz schrecklich, bis über beide Ohren. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du jetzt? Was ist jetzt das Wichtigere? Wo gehst du hin? Das war mit der jungen Dame zu klären, das war mit mir zu klären. Und nachdem das klar war, war dann eigentlich auch der weitere Weg bis zum Priestertum. Die Priesterweihe selber eigentlich überhaupt kein Einschnitt. Das war das angestrebte Ziel und das ging so seinen Weg. Der Punkt war eigentlich, ich habe mich immer als Seelsorger verstanden.